Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fast and Light. Und weil wir das letzte Mal kläglich gestorben sind, müssen wir jetzt mal ein neues Spiel starten, einen neuen Versuch starten. Und wir versuchen es nochmal mit dem Standardschiff, mit dem Kestrel, habe ich mir gedacht. Natürlich erstmal mal auf Schwierigkeit leicht, weil ich habe es ja wieder mal so überhaupt nicht drauf. Ja, viel einzustellen gibt es ja gerade nicht unbedingt. Also starten wir einfach mal. Verteilen wir die schon mal. Im Moment haben die ja noch keine besonderen Fähigkeiten. Schicken wir eins in Schilden, eins in Waffen. Und machen dann den ersten Sprung. Schon mal gleich hier zum Geschäft. Am Anfang können wir uns zwar sowieso noch nichts leisten. Aber später kommt das bestimmt. Oh. Ja, viel zu kaufen gibt es nicht. Also weiterspringen. Vielleicht finden wir nochmal so ein Distress mit ein paar. Ja, wir finden hier sowas Schicks. Zufälliges Scanners indicate that a battle is taking place nearby. It seems that someone is under attack by space pirates. Ich würde sagen, wir versuchen dem Schiff hier zu helfen. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was hatten wir hier für Waffensystem. Wir haben auf jeden Fall den Laser. Und die Raketen. So, dann schauen wir mal. Bis jetzt sind die ja noch nicht durch unsere Schilde durchgekommen. Aber wir schon durch ihre. Ich möchte auch möglichst so gut wie möglich mir die Raketen ein bisschen aufsparen. Vor allem jetzt ist der ja kein großes Problem. Da reicht der Laser. Anscheinend zerstört. So gehört sich das. Das ist ein Scrap Garbs. Und das Civilian Ship. Ja. War sehr weise, das Civilian Ship. Aber wir gehen mal weiter. Haben 47 Scrap will ich nicht unbedingt ausgeben. Aber ich möchte auch nicht unbedingt den Sklavenhandel hier unterstützen. Also greifen wir die einfach mal an. Diesen Abschaum. Hier schießen wir mal zuerst wie immer eigentlich auf die Schilde. Powert das Ding eigentlich schneller, wenn ich nur eine Waffe drin habe? Wäre mal interessant zu wissen. Oh Gott, so Schilde sind schon wieder kritisch. Ist alles nicht gut gerade. Aber immerhin ist das feindliche Schiff auch schon mal gut angegriffen worden. Mit dem nächsten Schuss soll das dann auch erledigt sein. Ja, jetzt bieten uns wir einen Sklaven an und weil wir im Moment nur drei Leute im Team haben, würde ich einfach mal sagen, akzeptieren wir das. So, und den können wir nur zum Antrieb schicken. Ich weiß gar nicht mehr, was hatte denn die Rasse jetzt nochmal für Vor- und Nachteile? Ach, die sind besser im Operieren. Dann, früher dachte ich eigentlich, die wären schlechter im Operieren. Aber dann ist ja gut. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh. Das kann so nützlich werden, glaube ich. Genauso wie die Abwehrdrohne, aber das ist wieder so eine Sache, wir können ja sowieso noch keine Drohnen nutzen. Also reparieren wir uns einfach mal. Und viel mehr gibt es nichts zu tun. Also springen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Und da gibt es mal wieder was zu tun für uns. Wäre schön sowas.
Okay, hier ist also ein Schiff, das unsere Hilfe braucht. Um genauer zu sein, braucht es Treibstoff. Ich würde sagen, wir geben denen das einfach mal. Und haben eine Ionenbombe dafür bekommen. Das klingt sehr interessant. Wow. Naja, machen wir einfach mal den nächsten Sprung. Und mit dem nächsten Sprung meine ich einen Sprung zurück. Wir kaufen uns nochmal voll mit Treibstoff. So. Jetzt sind wir wieder gut ausgerüstet. Und schaffen es dann jetzt mal schnell in Richtung Ausgang. Handeln können wir hier nicht, auch wenn es uns gerade angeboten wird. Also ignorieren wir das und springen weiter. Hier ist eine beschädigte Space Station. Und scheinbar verlassen. Ich würde einfach mal sagen, dann gucken wir da nochmal nach Überlebenden. Es sind aber wohl leider nur Leichen. Oder? Das ist. Immerhin, wir haben ein bisschen Scrap bekommen. Und ein weiteres Crewmitglied, das überlebt hatte. Was können wir immer gebrauchen? Jetzt würde ich mal sagen, den behalten wir einfach mal so als Reparatureinheit quasi da. Und jetzt geht's weiter in den nächsten Sektor. Und zwar den Nebula. Das hat sich sogar gereimt. Und was sich reimt, ist gut. Okay, dann mal los. Wir haben nur noch 7 Treibstoff. Da sollte ich vielleicht ein bisschen drauf achten. Und hier ist ein Schwarzmarkthändler. Und ich will mich eigentlich mit dem anlegen, deshalb machen wir das auch. Bringen ein bisschen Action hier rein. Und schießen mal. Worauf schießen wir mal? Auf die Waffensysteme da. Okay, die sind schon mal beschädigt. Die kommen hier noch nicht durch unsere Schilde durch und schon mal werden die das so schnell auch nicht. Ach verdammt, ich habe ja vergessen auf Autofeuer zu stellen. Wir müssen mal gucken, schießen wir vielleicht ein bisschen erstmal auf die Schilde, um dann durchzukommen, direkt auf die Hülle schießen zu können. Und verdammt, was war das denn jetzt? Das war eine ziemliche Explosion. Nicht gut, sowas. Was machen die denn hier? Meine Güte. So, jetzt können wir wieder schießen, zum Glück. Unsere Maschinen sind beschädigt. Was geht denn hier ab alles? Immerhin, wir schießen weiter. Und da ist irgendwas explodiert. Du kannst mal nachgucken gehen. Ja, hier ist Feuer. Und da war auch ziemlich viel Feuer. Wir haben die nämlich gerade erledigt. Und immerhin 32 Scorp. Das ist gut, das ist schön. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Scorp irgendwann machen möchte. Ich behalte ihn wohl erstmal. Obwohl, vielleicht. Vielleicht drehe ich auch ein bisschen die Schilde hoch. Ja, ich glaube, das mache ich mal. Noch einen weiteren Powerbar. Und dann geht es weiter. Und wir fühlen uns ein bisschen nackt ohne unsere Sensoren.
Das ist bei mir aber häufiger der Fall. Aber zum Glück kommt gerade kein Rebellenschiff. Also können wir entspannt weiter. Hier ist ein stark beschädigtes Federation-Ship. Wir können noch nicht mit denen kommunizieren. Aber wir folgen ihnen jetzt einfach mal. Und finden nichts im Nebel. Schade. Aber nicht zu ändern. Ist gleich zweimal gefährlich. Ein Plasmasturm. Und ein... ein Rebellen-Scout. Das ist jetzt hier nicht so gut. Wir müssen nämlich unsere Waffensysteme noch ankriegen. So, dann wird jetzt mal gefeuert. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass der Feind auch so sehr darunter leidet, wie wir auch. Auf jeden Fall nimmt der Sauerstoffgehalt in unserem Schiff gerade ein bisschen ab. Und unsere Waffensysteme werden getroffen. So, damit die repariert werden, kann ich aber immerhin mal die Sauerstoffversorgung anmachen. Der braucht eine medizinische Hilfe wohl eher. Die Raketen hier sehr nervig. Eieiei. Ach stimmt, ich habe die Medizinstation noch gar nicht gepowert. Verdammt. Ich denke wieder überhaupt nicht mit. Gut, deren Schilde sind jetzt gerade beschädigt. Unsere Hülle ist das auch langsamer, aber wir schießen mal jetzt auf deren Waffensysteme. Was sehr gut war, denn die sind damit außer Gefecht. Dann auf den Antrieb, damit die nicht unbedingt noch fliehen können. Oder doch lieber nochmal auf die Schilde. Scheint mir nämlich auch sinnvoll. Deswegen wollte ich auch jetzt den Sauerstoff im Auge behalten. Weil was nicht gesund ist unbedingt. Jetzt sage ich, egal wo ich drauf schieße, die gehen ja beim nächsten Mal sowieso kaputt. So, sehr gut. Das heißt, wir können jetzt mal wieder ordentlich Zeug bekommen. So. Und er macht jetzt mal einen kleinen Kontrollgang durchs Schiff. Hier geht es zum Beispiel hart zur Sache. So, der wieder zum Waffensystem. Der heilt sich da. Genauso wie er sich jetzt da heilt. Aber sonst scheint hier erstmal alles in Ordnung zu sein. Das heißt, wir können gleich den nächsten Sprung machen. Du arbeitest ja hier, ne? Arbeitet er da? Ich will es hoffen. Dann mal weiter Richtung Ausgang. Das mit dem Ionensturm war jetzt ziemlich nervig. Hier sind einige Schiffe. Und Eindringlinge. Wie weit, die konnten nicht so gut kämpfen. Aber wir sind jetzt 4 gegen 3. Da sollten wir nochmal was hinkriegen. Der könnte eigentlich auch mal dazu Hilfe kommen. Okay, die Medizinstation ist im Moment unter Strom. Die müssen eigentlich alle hier weg. Vor allem du musst hier weg. Zars kann man dann mal da wieder hinschicken, Richtung Kampf. Die beiden regeln das jetzt, hoffe ich jedenfalls. So, ist wieder hier fliegender Wechsel. Leben ja nur noch zwei scheinbar. Ne, drei. Da kam der dritte noch raus. Gut, dann wird mal repariert und ich kann schon mal wieder umverteilen. Ja, er geht ins Cockpit. Der geht zu den Schilden.
Er geht jetzt gleich, geht sich erstmal heilen. Und er ist für den Antrieb zuständig gewesen. Er hat seine Waffen. Und dann ist alles gut. Wir können weiter durch den Ausgang. Gut, und in den nächsten Sektor gehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und tschüss.